Hey Leute, hey Klick, was geht, wie geht's euch? Willkommen zurück bei XXXX Episode 12. Ostern ist vorbei, es ist Mitte April, ich bin 31 Jahre alt und meine Mama schickt mir immer zu Ostern noch ein Osternest mit Schokolade und Socken. Socken sind meistens auch immer noch drin. Und dieses Nest habe ich schon komplett aufgegessen, da war so viel Schokolade drin, ich habe gerade den super Zucker Aftershock. Den lebe ich gerade, genau. Und für euch gibt es heute eine Ladung Studio. Wir, beziehungsweise Mario, wir waren im März zweimal im Studio, um am Album weiterzuarbeiten. Ein Wochenende war Mario alleine dort und das zweite Mal waren wir in einer komplett neuen Konstellation im Studio. In der zweiten Studio-Session war George Perks mit dabei. Karan hatte leider keine Zeit und somit suchten wir einen Ersatz für ihn und haben George gefunden. George ist Musiker, Engineer, Produzent aus Birmingham. Er hat mit Enter Shikari an den letzten beiden Platten gearbeitet oder hat auch das letzte Album von unseren Münchner Freunden Kanet Carter produziert. Seht selbst, Hammertyp. Viel Spaß mit XXXX Episode 12. Let's go! Hey, kurzes Update aus Berlin. Heute ist der 17. März, Freitag, und ich habe gerade Spuren vorbereitet für einen Song, der heißt Tired Eyes. Und Tired Eyes passt ganz gut gerade. Die schöne Doppeldeutigkeit mit den müden Augen, die ich gerade habe, weil ich habe nur 2 Stunden geschlafen. Ich bin heute Morgen um 12:30 ins Bett und um 3 ging der Wecker. Oder um 3:30 ging der Wecker oder so, irgendwie sowas. Weil ich um 4:45 Uhr am Hauptbahnhof sei, um hier Gitarren aufzunehmen. Vor mir liegen noch 2,5 Tage Gitarrenaufnahme, einen halben Tag habe ich schon hinter mir. Einen Song habe ich schon ganz gut im Kasten. Ich wollte es eigentlich zusammen machen mit dem Connor von Kind Kaputt, der ist mal zweimal eingesprungen bei einer Show. Mit dem hat es einfach total Spaß gemacht und ich dachte mir, hey, der produziert und so, der wäre ein super Engineer, um hier Start, Stop, Record, Pause und so weiter zu drücken, gleichzeitig noch mit an den Sounds zu feilen und gute Ideen zu haben für interessante Voicings, aber der liebe Connor ist leider krank, deswegen gute Besserung und er hat mir gestern abgesagt, deswegen bin ich heute alleine hergefahren. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin jetzt hier in Berlin, Tired Eyes ist jetzt fertig gebounced, deswegen haue ich mich jetzt in diesen Track rein, nehme den auf, mein Computer geht langsam in die Knie, bei allen Songs sind schon die 100 Spuren geknackt. Ich glaube, wenn ich mit diesem Album durch bin, dann sagt mein Laptop Digi. Gib mir mal etwas Ruhe. Aber hey, bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Vielleicht schaffe ich es nochmal, was zu filmen hier. Ich hoffe, ich bin nicht so der fleißige Filmer, während ich Gitarre spiele oder aufnehme oder so. Aber ich werde mir Mühe geben. Ciao. Hey, heute ist der 19. März, der dritte Tag der Gitarrenaufnahmen für dieses Wochenende und ich habe, wie prophezeit, es nicht einmal geschafft, die Kamera aufzustellen. Deswegen stelle ich sie jetzt mal ein bisschen auf und arbeite gerade an einem Song, der trägt den Arbeitstitel Train Jam. Der wird sich noch ändern. Aber ich habe noch keinen Titel so richtig. Mir ist auch rum überlegen. Da gibt es zum Beispiel ein recht prominentes Wort, das Stay in dem Song, aber gibt es diesen großen Justin Bieber Song, der auch Stay heißt, deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist, aber mein Gott, we will see. Der Studiotermin in Berlin ist perfekt auf die Off-Days meiner Emmerich-Tour gefallen. Ich war zwar ziemlich fertig von der Tour und ich war auch noch ziemlich krank, hatte aber mega Bock George kennenzulernen und hatte mega Bock weiter an den Songs zu arbeiten. George ist ein wahnsinnig netter Typ, wir hatten irgendwie direkt einen super Vibe gemeinsam.
Hallo. Mario und George hatten im Vorhinein einige Zoom-Sessions, um über die Songs zu sprechen und um einen Plan zu schmieden, an was in den zwei gemeinsamen Tagen gearbeitet wird. Has gone a bit fucked, hasn't it? It's actually the intonation. So it's not as bright. Yeah. Yeah. I think maybe without the gaps in the pre-chorus. Okay, let's try. Finger picking in a while. Let's do it again. Not sure. Just hear from the verse again. Yeah, something like that might be better. Something slightly darker, maybe. Yeah. Yeah. Das war's mit XXXX Episode 12. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Respect and Love an euch alle. Ciao.